Ich heiße Sie herzlich willkommen an der Friedrich-Adolf-Richter-Schule, der Freien Gemeinschaftsschule der AWO-Rudolstadt. Wir sind eine Schule, in der Kinder von der 1. bis zur 12. Klasse gemeinsam lernen. Wir sind eigentlich eine Elterninitiative gewesen, ganz am Anfang, die Kinder in einer ganz tollen Grundschule hatten, wo wir gesagt haben, so muss Schule eigentlich funktionieren. Das wollen wir irgendwie gerne weiter für unsere Kinder haben. Mit viel Glück, viel Engagement von vielen Leuten sind wir dann irgendwann bei der AWO gelandet und haben mit der AWO zusammen diese Schule hier gegründet. Das Besondere hier an der Schule ist, dass wir verschiedene Projekte auch anbieten, dass wir in der Grundschule bereits ein Fach haben, was Expeditionen heißt. Die Idee des Expeditionsunterrichts ist eigentlich, den Unterricht an für das Lernen relevante Orte zu holen. Und das bedient natürlich ganz andere Kanäle, auch bei den Kindern, und deutlich mehr Kanäle, als wenn man eben nur aus Büchern lernt. Wenn wir über den Körper sprechen, dann suchen wir das Krankenhaus auf, dann haben wir die Möglichkeit, mit Ärztinnen und Ärztinnen ins Gespräch zu kommen. Mir macht Expedition gerade Spaß und es ist halt mein Lieblingsfach auch, weil wir da halt so kreativ sein können. Farbig ist das jüngste Projekt unserer Schule, das wir letztes Jahr gestartet haben. Ab der 5. Klasse sozusagen 3 Stunden in der Woche die Kinder eigenverantwortlicher, selbstständiger lernen. Das heißt, es gibt für 6 Wochen Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von Lernbegleitungen absolvieren. Wir starten heute mit dem Farbig-Blog in der 3. Woche. Mir gefällt an Farbig, dass wir es selbstständig machen können, dass wir sozusagen mehr Verantwortung übernehmen, unsere Aufgaben selbstständig machen und dass die Lehrer uns nicht alles vorbeten müssen. In der 8. Klasse geht es dann weiter mit dem Projekt Herausforderung. Für die Schüler einfach versuchen, selbstständig zu werden, indem sie 14 Tage allein außerhalb des Landkreises mit 170 Euro pro Schüler ihr ganzes Leben bestreiten müssen. Das Projekt wählen sie sich selber, sie können mit Fahrrad fahren, manche gehen Schlauchboot fahren und schaffen das dann, die Zeit da durchzuhalten und sind hinterher meist sehr stolz darauf. Wir sind nach einem sehr, sehr regenreichen und sehr anstrengenden Tag mit einer Reihe mentaler Zusammenbrüche wohlbehalten in Masserberg angekommen. Die kollegiale Kooperation an unserer Schule spielt eine sehr große Rolle, denn diese vielen Projekte wollen vorbereitet werden, wollen sozusagen nachbereitet werden und natürlich auch von einer Teamarbeit lebt das Ganze. Das Schule ist kein Einzelkampf. An der Schule gefällt mir am besten, dass wir verschiedene Unterrichtsfächer haben. Es ist wirklich sehr viel Praktisches auch mit dabei. Und das finde ich sehr toll von unseren Lehrern, dass sie das wirklich so freigestalten. Schule muss Leben sein und das Leben findet eben draußen statt. Und Schule muss aus meiner Sicht manchmal diesen künstlichen Raum auch verlassen.